Herzlich willkommen in diesem Video. Ich möchte dir jetzt erklären, wie eine Gewinnmitnahme aussieht, beziehungsweise Long Liquidation, Käufer schließen ihre Positionen und auch Short Covering, also die Verkäufer schließen ihre Positionen hier links und hier rechts. So sieht Positionsaufbau aus. Das erkennt man auch an das Volumen. Hier links. Schau dir an, wie dünn das Volumen ist. Und schau dir an, wie das Volumen hier aussieht. Also Akzeptanz auf der rechten Seite. Gut, konzentrieren wir uns jetzt hier links. Was passiert? Wir haben hier einen Hochpunkt, Tageshoch zum Beispiel. Markt bricht aus durch dieses Level. Jetzt kommt Momentum rein. Es gibt viele nicht so schlaue Trader, die jetzt hier direkt nachkaufen. Ich würde dir empfehlen, also kaufe niemals direkt den Ausbruch. Das ist nicht so schlau, weil, wie du weißt, hier sitzen viele Verkäufer, viele Limit Orders von den Big Player, der seine Limit Orders gestaffelt hält, und es kann sein, dass der Markt nur das Hoch rausnimmt und dann wieder zurückfällt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, bei denen wir uns hier für diesen Ausbruch vorbereiten können. Am besten wäre es, wenn wir hier unten irgendwo einsteigen, vor diesem Ausbruch. Oder zweite Variante, wenn wir uns hier irgendwo positionieren. Da hast du schon ein Level, wo man zum Beispiel einsteigen kann und direkt hier auch den Move mitnehmen kann. Aber jetzt der Hauptfokus liegt auf die Situation hier. Wenn du sowas siehst, Verkaufskraft, dass der Markt schnell wieder in die Gegenrichtung fällt. Wenn das Volumenprofil so aussieht, so dünn wirklich, also das deutet darauf hin, dass der Markt nur hier ausbricht und kommt Momentum rein und die Käufer schließen jetzt ihre Positionen. Das siehst du auch sehr gut, erkennst du im XV-Chart, nicht nur im Volumenprofil, sondern auch im XV-Chart. Jetzt, wenn du sowas siehst, bitte schließe deine Position direkt. Es macht einfach keinen Sinn, hier mehr abzuwarten. Der Käufer hier schließt seine Position. Wenn du sowas siehst, der Volumenprofil ist dünn. Aggressiver Verkäufer hier jetzt auf einmal angesprungen. Der Markt tickt runter schon. Zwei, dritte Kerze, dritte negative Kerze, also gegen dich. Schon. Du musst hier raus einfach. Wenn du jetzt dennoch sagst, gut, ich warte, dass der Markt zum Beispiel das Ausbruchslevel nochmals testet. Du musst hier wirklich aufpassen. Weißt du warum? Es kann sein, dass der Markt wieder zurückkommt, sich hier unter dem Level stabilisiert, dass der Käufer nicht mehr hier sitzt. Also es ist klar, weil wenn der Käufer seine Position hier oben schließt, erwarte nicht, dass der Markt hier direkt wieder hochgeht, wieder hoch abrollt. Wenn du sowas siehst, dass die aggressive Seite reingesprungen ist wieder, erwarte eher eine Strukturänderung jetzt wieder auf Short. Schau dir an, was hier passiert. Schau dir an, was mit dem Delta passiert. Wenn das Delta so läuft, runter, Richtung Süden, positioniere dich am besten mit den schlauen Tradern hier Short und nimm den Trade zum Beispiel bis zum nächsten Ausstiegslevel einfach. Hier wäre es zum Beispiel eine gute Zone für Ausstieg. Und so sieht eigentlich eine Gewinnmitnahme aus. Long Liquidation bedeutet, die Käufer schließen ihre Positionen. Short Covering, das werde ich dir hier schreiben. Unten. Käufer, nee, Verkäufer schließen ihre Positionen. Gut. So sieht es aus. Gut, nochmals. Ein Level, du hast hier ein Level zum Beispiel, Tageshoch oder irgendein Level, wichtiges Level. Dieses Level wird
dann gebrochen, kommt wirklich Momentum rein. Unschlaue Käufer steigen nach, also kaufen nach, kommt dann auf einmal eine Gegenreaktion. Volume Buffer ist wirklich sehr dünn. Das deutet darauf hin, dass wir wirklich keine Akzeptanz haben. Der Käufer schließt, also Long Liquidation, der Käufer schließt hier oben seine Positionen. Der Markt fällt nach unten. Zack. Wie gesagt, wenn du hier long gehen möchtest, musst du wirklich aufpassen. Steige hier nicht direkt ein. Wirklich mit dem Kontext. Kann sein, dass der Käufer nochmals hier reinspringt. Aber mache das nicht blind. Schau dir an, was passiert. Delta, nochmals. Alle Komponenten zusammen. Gut, jetzt, wie sieht es aus, wenn eine Position aufgebaut wird? Das ist schon was anderes. Das ist viel besser. Hier oben, wenn du dich hier oben positionierst für Long, da wunderbar. Okay, den Breakout direkt würde ich dir nicht empfehlen zu traden. Du kannst entweder Pre-Breakout nehmen, hier, Pre-Breakout, wenn du siehst, gut, der Order steigt, okay, Limit Orders, also du hast immer Heatmap, sehr viele Limit Orders, Unterstützung, 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 dann könntest du dich hier positionieren für Long, Pre-Breakout, also vor dem Breakout. Oder noch besser, natürlich hier unten. Dann nimmst du die Bewegung, natürlich mit Bestätigung, mit dem Kontext. Mit dem Kontext. Wenn du siehst, dass zum Beispiel hier ein Punkt rausgenommen wurde, dann hast du Higher Highs. Der untersteigt schon. Hier schon hast du gesehen, dass der Käufer reingesprungen ist. Dass wir hier schon kein Verkaufsinteresse mehr haben. Da. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass eventuell so sehr wahrscheinlich wäre, dass der Markt jetzt ausbricht. Oder wie gesagt, hier, positioniere dich hier, nimm den Breakout mit, schau dir jetzt an, was passiert. Schau dir an, was mit dem Volumen passiert, wenn das Volumen jetzt ein Volumenberg entsteht. Wenn du sowas siehst, zack, du kannst schon deinen Stopp hier unten nachziehen, aber nicht direkt unter dem Level. Gib dem Markt einfach mehr Raum. Warte ihn mit dem Stopp. Also den Move schon abgesichert. Jetzt gibt es viel Potenzial für Weiterführung in die Long-Richtung. So gesehen, das ist ein Stopp hier. Und was passiert dann? Läuft. Läuft. Sammelt Volumen hier. Bam, bam, bam. Dann kommt wieder eine Explosion nach oben. Und wieder die gleiche Situation. Schau dir an, was passiert. Hier oben gibt es Volumen. Ja, wenn ja, gut, dann beobachte, was hier passiert. Wenn du sowas siehst, wird eine weitere Position aufgebaut. Du kannst schon hier den Stopp nachziehen. Wieder. Bam. Und die gleiche Sache. Okay, das zeige ich dir gleich direkt am Markt, wie das aussieht. Und wie du siehst, ein tolles Beispiel, wie eine Gewinnmitnahme aussieht. Da hattest du ein Level. Hier bei dem Punkt sicher auch das Value Area. Value Area Low, Markt bricht runter, kommt dann schnell eine Gegenreaktion. Das ist Gewinnmitnahme von den Verkäufern. Hier, Markt kommt zurück. Was passiert hier? Das musst du wirklich erkennen können. Kommt der Markt dann zurück in den fairen Preisbereich, stabilisiert sich, Volumenerhöhung. Früher oder später passiert das hier, dass der Markt ausbricht. Das war hier eine Gewinnmitnahme, das wollte ich dir in dem Fall zeigen. Ja? Gut, ich zeige dir jetzt ein weiteres Beispiel. Und kurz, was siehst du hier? Positionsaufbau. So sieht es aus. Hier das tief rausgenommen. Deswegen sage ich dir,
Gib dem Trade mehr Raum. Einfach. Wenn du glaubst, dass du mit 8 oder 10 Tick Stopp erfolgreich wirst, vergiss es einfach. Es geht nicht. Am besten wäre es, wenn du mit einer kleineren Kontraktanzahl tradest. Das ist das Beispiel, wie es aussieht, wenn eine Position aufgebaut wird. Hochpunkt. Zack, rausgenommen. Das ist das Momentum jetzt. Schau dir an. Das Momentum, die lange Kerze, diese grüne Kerze. Was passiert hier? Wir sehen extrem viel Volumen. Gut, das sieht schon interessant aus. Der Markt sammelt Volumen hier über dem Hoch. Ja, er hat sich ja hier über diesem Hoch ebenfalls stabilisiert. Vortagshoch. Das ist aber nicht so signifikant. Schau dir immer die aktuellste Situation. Das hier links ist einfach Vergangenheit. Hier wird eine Position aufgebaut. Und läuft dann der Markt. Das ist Positionsaufbau. Schau dir das Volumen an. Akzeptanz. Der VPOC hat sich ebenfalls nach oben verschoben. Ja? Und das sind so die Sachen, die ich dir in diesem Video erklären wollte. Ja? Gut, versuche das am Markt zu finden. Schau dir das Volumen an, wie es aussieht. Ob wir eine Gewinnmitnahme haben oder eher Positionsaufbau, je nach Situation. Wenn du Fragen hast, kannst du mich natürlich immer in der WhatsApp-Gruppe fragen. Gut, viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.